Fasten Sie, wenn ja, wie? Nein, ich faste eigentlich nicht, aber ich versuche das ganze Jahr über auf meine Ernährung zu achten und deswegen sehe ich eigentlich keinen Grund darin, in der Fastenzeit mich noch weiter einzuschränken. Ja, ich faste, ich esse keinen Zucker in der Fastenzeit und ich verzichte weitestgehend auf Alkohol. Um dem Körper etwas Gutes zu tun. Nein, ich faste nicht, da ich auch nicht religiös bin und deswegen. Keine Ahnung, ich bin nie dazu gekommen. Wir versuchen zu fasten. Also wir versuchen es dran zu halten, auch mit den Kindern, weil die auch in der Schule darüber sprechen. Und es wird natürlich weniger geschnitzt und auf Alkohol verzichtet. Ich versuche dieses Jahr auf Schokolade zu verzichten. Und weshalb? Einfach vielleicht auch ein paar Kilos zu verlieren. Wenig Kohlenhydrate, kein Alkohol, keine Schokolade, keine Chips, keine Fritten und 4 Kilo in 3 Wochen. Nein, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ich bin Veganerin und ich denke mal, da fastet man das ganze Jahr über. Nee, im Moment fasten wir nicht. Nee. Unsere Regierung wird schon sorgen, dass wir demnächst fasten werden. Also dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, etwas intensiver zu beten auch und früher schlafen zu gehen. Aus Sicht der Kirche ist das Fasten eigentlich wieder ein näher zu Gott kommen. Die Fastenzeit ist eigentlich so die Nachfolge Jesu, der auch 40 Tage in der Wüste gefastet hat, wie die Bibel sagt. Ich versuche, ein ausgeglichenerer Mensch zu werden. Also das ist das, was mich näher zu Gott bringt. Gott möchte mein Glück und ich gebe mir die Mittel, glücklicher zu werden während dieser Zeit. Für Dichant Schmitz hat Fasten nicht zwangsläufig was mit Diäthalten zu tun. Beim Fasten gehe es auch darum, Ballast abzuwerfen. Zu einem gesunden Körper gehöre auch ein gesunder Geist. Also auf Handy verzichten, für die, die wirklich so vom Handy gefangen genommen sind, wäre das natürlich eine gute Sache, weil frei werden, darum geht es eigentlich beim Fasten. Wer natürlich das Problem hat, immer zu viel zu essen, der beschränkt sich in der Nahrung. Für Ernährungsberaterin Sarah Marie kann die Fastenzeit genutzt werden, die Ernährungsgewohnheiten langfristig zu verbessern. Es ist sinnvoll, beispielsweise während der Fastenzeit jetzt auf Genussmittel zu verzichten, zum Beispiel Alkohol, Tabak, Süßigkeiten. Vor allen Dingen, wenn man dann versucht, nach der Fastenzeit auch den Konsum weiterhin einzuschränken. Also dass man jetzt nach der Fastenzeit nicht wieder anfängt, genauso viele Süßigkeiten zu essen wie vorher beispielsweise. Es kann jetzt auch sinnvoll sein, so eine Fastenkur zu machen, vor allen Dingen, wenn man das dann nimmt als Beginn einer Ernährungsumstellung. Das heißt, dass man dann also während maximal einer Woche eine Fastenkur macht, in der man sich dann zum Beispiel nur von klarer Suppe, Obst- und Gemüsesäften ernährt. Und dann, wenn man sich wieder von festen Lebensmitteln ernährt, dann wirklich versucht, die Ernährung umzustellen und sich gesünder und ausgeglichener zu ernähren wie vorher. Von einer radikalen Diät rät sie jedoch ab. Es bringt jetzt nicht viel, zu versuchen, nur mit so einer Fastenkur, mit so einer Heilfastenkur an Gewicht abzunehmen. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Also wenn man ja nichts isst, nimmt man an Gewicht ab. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass sich nach dieser Fastenkur so ein Jojo-Effekt einstellt. Das heißt, dass man dann das ganze Gewicht, was man verloren hat, wieder zunimmt. Auch Kinder können problemlos auf Süßigkeiten verzichten. Bis zum Ende ihrer Wachstumsphase sollten sie aber auf keinen Fall Diät halten. Das Gleiche gilt für chronisch Kranke sowie schwangere und stillende Frauen. Nee, ich faste nicht. Also wenn, würde ich das machen, dass man dann das also auf Kleinigkeiten zu verzichten, auf Genussmittel zu verzichten, auf Süßigkeiten, aber so eine Fastenkur habe ich noch nicht gemacht. Beim Fasten muss halt jeder den Dreh für sich selbst finden.